Peitschi, Bumbeitschi. Falls euch wundert, letzte Folge war ich ja schon woanders. Aber da ist ein bisschen was schief gegangen und das hier ist der letzte Speicherpunkt. Also muss ich den kleinen Weg hier nochmal rennen und das Ding nochmal aufmachen. Ist ja überhaupt gar kein Problem, würde ich da jetzt einfach mal so spontan behaupten. Und schon sind wir nämlich wieder da. Das wird nicht einfach werden. Ja, du sagst es. Uiuiui, das ist jetzt ja alles in Schutt und Asche. Der Typ. Dich erwische, sagt er. Dich erwische. Hey, moin, gehörst du auch dazu? Nee, ne? Naja, gut. Jetzt hat er mich gesehen. Wie doof ist das denn? Ja, komm hier halt den Rand. Was? Ach, schlag doch nicht wieder in der Luft, Mensch. So, Typ. Jetzt bist du dran. Batman, das war ja jetzt aber nur echt nicht so die schlaueste Lösung, nicht wahr? Naja. So. Was haben wir hier? Was macht er hier? Doppel-Spezialkombo-Bewegung, eine fortgeschrittene Kombo-Technik, die es dir erlaubt, zwei Spezialkombo-Bewegungen auszuführen. Und, was haben wir hier? Erhöht die Effizienz von Schlägen mit den Schockhandschuhen. Ja, alles klar, machen wir erstmal das hier. Ist alles schick. Jetzt? Ich glaube nicht, dass das so gewollt war. Darf ich nicht hier durch? So. Ach, hab ich verklickt gerade. Was war mit denen? Ja, mach dann. Und ihr so? Mensch, ich will doch erstmal auf den Typen rum hier. Ich war sein. Lass die Dinger liegen. Na, was ist mit dir los? Ein bisschen zittrig, wa? Meine Güte. Hier ist es elektrisierend. Ein bisschen. Von hier bin ich gekommen. Da will ich hin. So, ich habe den Strom mal kurz abgeschaltet. Nervt ja ein bisschen, ne? Jetzt komme ich hier nicht weiter. So mit O. Wo wollen wir lang? Wo wollen wir lang gehen? Ach so, hier ist er.
direkt des Sprengsatz. Das war ja schon wieder viel zu einfach, mein Freund. Ja, ja. Gut. Ich brauche den Sequenzer. Ja, Timer geht ja. Passwörter sind sehr systematisch gewählt. Kaum zu lösen, aber zum Glück bin ich ja nicht nur noch eine Bombe am anderen Ende der Brücke. Na denn? Was heißt denn das jetzt? Warte mal. Ich wollte doch gerade gucken, wo hier hin muss. Vielleicht muss ich ja hier durch, Batman. Vielleicht ist ja hier, weißt du? Dass ich jetzt hier so rechts gucken muss und dann sehe ich auf einmal durch Zufall, dass ich hier nicht langkomme. Und genau, darauf wollte ich aus. Ne, wollte ich nicht. Ah, wie gesagt, hätte es ja. Hier bewege ich mich ja nur im Kreis. Gut, also gehen wir hier erstmal wieder zurück. Ich habe die Codes, nach denen Sie gefragt haben. Gut, ich melde mich, wenn ich an der Tür bin. Sie sollten auch wissen, dass die Geiseln, die Sie befreit haben, entkommen sind. Sie erzählen Geschichten von dem Helden, der Sie gerettet hat. Ich möchte kein Lob, Alfred. Das dachte ich mir. Es ist so schwer, einmal gute Laune zu haben, Sir. Scheint so nicht. Seine Männer Firefly zum Handeln zwingen. Ja, sehr gut. Bin schon unterwegs. So, hier müssen wir uns auch wieder durchsprengen. Bin ich wieder hier. Ist das richtig? Ist das richtig? Ich weiß es nicht, ob ich jetzt richtig bin. Hier könnte ich jetzt wieder rüber, aber das bringt mir nicht viel. Ich, warte mal. Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen reichlich spät, das einzusetzen. Was sagt denn unsere Karte? Ja. Sehr aufschlussreich. Bahnhof. Bahnhof. Wie ist bei der Bahnhof? Süden. Ich kann es nicht sagen. Warte mal, es ist doch die Kack-Feuertür gewesen. Ich muss wahrscheinlich wieder zurück. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Klar. Willst du behaupten, dass ihr die Kerle umgehauen, die Bomben entschärft und die Geisel befreit hat? Unmöglich. Er ist nur ein Mann. Ich hab gehört, er ist so stark wie Zinnist. Hey, ich bin's. Hey, na? Alter Typ! Was? Kaum ist ein Geländer im Weg, verliert Batman seine Kräfte, glaubst du das? Mein Glück,
Leute, ihr nervt, Mann. Irgendwie. Der ist jetzt schon wieder K.O., der andere dann wiederum nicht. Alter, mit der Pumpgun oder was? Junge! Also irgendwie haut das hier nicht so hin, wie ich mir das vorstelle. Du lebst immer noch, oder was? Ja, jetzt haut der wieder ab. Kann doch nicht wahr sein. Okay, alle Einheiten, wir stürmen. Auf geht's, Leute. Gordon, ich habe 3 der 4 Bomben entschärft. Sobald ich die letzte Bombe entschärft habe... Wir stürmen jetzt. Dafür ist es zu spät. Oh, du seniles... Nee, egal. Die kommen. Alfred, öffne die Brandschutztür. Wie Sie wünschen, Sir. Depot. Will ich gar nicht hin. Glaube ich. Ich muss ja weiter zum Norden. Danke für Ihr Verständnis während der Feiertage. Wir alle von Gotham Trenfield wünschen Ihnen ein frohes Fest. Ja, das sieht doch schon eher nach dem richtigen Weg aus. Packst du deine Knifte weg? Habe ich heute schon genug gesagt, oder nicht? Wie war denn hier? Ja, lad bloß durch und ich zeig dir, was schlecht ist. Sag mal, werden das mehr? Wo kommen die denn her? Hast du gerade dein Schutzschild wieder hochgeholt? Pass mal auf. So haben wir nicht gewettet. Na, schon wieder so ein Elektro-Heini hier. Ihr lebt ja immer noch, Mensch. Ist hier noch einer? Oh, noch ein paar mehr. Guck an. Macht's ja richtig Spaß hier. Wollt's gerade wieder aufstehen, wa? Vogel. Tippen. So.
Nein! Welch ist gut, ich hab's verstanden. Jetzt wird er wieder aggro, jetzt wird er wieder aggro. Okay. Nein. Ich hab verstanden, dass ich da unten drunter durchlaufen. Also wirklich. Ja, genau. Das war jetzt doof. Moment. Verstecke. War das bloß so langweilig? Da drüben. Kannst du dich mal entscheiden, Type? Alter, Junge. Du hast keine Chance. Ich hab Wrigley Spearmint auf meiner Seite. What? Gucke.
Siehst du, da ist mein Kaugummi wieder. Wrigley Experiment. Sei Dank. Werden dich vernichten. Und muss ich jetzt nochmal rumhopsen? Ne, jetzt. Komm. Bam, bam. Zieh, 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 zieh. Dann gib ihm noch eine mit, Mann. Wolltest du es spannend machen, wa, Batman? Ja, ich habe verstanden, dass ich gleich wieder. Jetzt triffst du die ganze Zeit, wa? Ist der Aimbot angemacht oder was? Ich bin doch schon hier. Fackel nicht so rum. So, jetzt aber. Letzte Mal wirklich Experiment und dann bist du weg. Komm, ich hab's angetippt und. Und zieh, zieh, zieh. Jetzt muss es aber langsam ausreichen, oder? Oh mein Gott. Mit 0,2% macht der hier immer noch Remi Demi. Hast du da stark aus, ne? Seid anhänglich zu mir. Würde ich auch sagen. Ich sollte mich an Firefly hochziehen. Na dann, mach mal. Das ist total geil. Er hat's geschafft. Die Fledermaus? Ich glaube, wenn sie der Bombenstaffel nicht befohlen hätten zu stürmen, legt die Brücke jetzt am Grund des Flusses. Bringt ihn hier weg. Zu der Sicherheitstür geben sollen. Aber eigentlich haben wir es ziemlich gut hingekriegt. Alfred. Alfred, ich bin in deinem Haus. Bruce. Ach du Scheiße. Geheim. Verabschiede dich. Sobald du Zeit hattest, Trauer in Wut zu verwandeln, bist du bereit, mich zu treffen. Es steckt noch genug Leben in ihm für ein paar letzte Worte. Wenn du dich beeilst. Alfred!
der Tiefsicht funktioniert nicht. Halt durch, Alfred! Der Computer funktioniert nicht. Ich muss die Detektivsicht wiederherstellen, um Alfred zu finden. Wie mache ich das? Stufenaufstieg. Das kommt natürlich jetzt im rechten Moment, wo hier übelst viel los ist. Ich nehme jetzt einfach mal irgendwas hier. Genau, komm, gib her. So, das sollte reichen. Alfred! Alfred! Ach du Scheiße. Unten, ne? Nein. Alfred, kannst du mich hören? Ich werde dich da rausholen. Alfred! Alfred! Alfred, du darfst. Lassen Sie mich keine zusätzliche Last für Sie sein. Jetzt? Komm schon, verdammt! Alle Einheiten, alle Einheiten. Code 10 wiederholen. Code 10 im Blackgate Gefängnis. Verdächtiger ist der Joker. Komm schon, Mann. Ich weiß, dass ich Sie nicht immer voll unterstützt habe, aber jetzt verstehe ich. Los, die brauchen Sie da draußen. Ich kann Gotham nicht schützen. Ich kann nicht mal mein eigenes Heim schützen. Master Bruce. Alle verfügbaren Einheiten, wiederhole alle verfügbaren Einheiten, bitte melden. Master Bruce, jetzt ist nicht die Zeit zu zweifeln. Ich kann's nicht. Ich kann sie nicht stoppen. Ihnen muss klar werden, dass Sie ein Mensch sind und keine Insel. Die Stärken eines Menschen sind nicht nur Kraft und Intelligenz, sondern auch seine Verbündeten. Einheiten in der Nähe des Blackgate-Gefängnisses. Insassen haben die Waffenkammer geplündert. Sie sind bewaffnet und haben Geiseln. Wir brauchen sie. Nein. Sie brauchen uns. Schon sind wir wieder hier. Genug Rumpel. Legen wir sie vom Montan ab. Es ist doch lahm. Wohl eher nicht. Captain Dorton hier. Den Kopf mache ich.
Ja, ist gut. Ich weiß, du hast Elektrokacke mit Arsch angefasst und deine Mutter hat dich auch ganz doll lieb. Da rumzuballern. Wo hast denn du die Knarre her? Danke. Danke für... Ich brauche Ihre Hilfe. Captain Gordon ist auf dem Weg. Sichern Sie das Tor für ihn. Sobald er drin ist, riegeln Sie alles ab. Der Joker darf nicht von hier entkommen. Ja, Sir. Wird gemacht. Gefängniswärter 4-7 an Captain James Gordon. Wann sind Sie bei Blackgate? Etwa 5 Minuten. Bei Ihrer Ankunft sind wir soweit. Ich habe die Meldung aus Blackgate verfolgt. Ist alles in Ordnung? Das sollte ich dich fragen. Wie geht es dir? Ich bin es nicht gewohnt, dass mein Herz durch die Fibrillation unsanft reanimiert wird. Aber in Anbetracht der Umstände geht es mir erstaunlich gut. Schön zu hören. Gib sofort Bescheid, wenn du Herzrhythmusstörungen hast. Natürlich. Aber ganz ehrlich, Bruce, ich glaube, Sie müssen sich um andere Dinge gerade mehr Sorgen machen. Gehen wir mal in die Richtung hier. War ja klar. Dick so jetzt gar nicht gesehen. Okay, so geht's auch. Irgendwas leitet eine starke elektrische Strömung ins Wasser. Ich sollte vorsichtig sein. Wäre auch zu cool gewesen, wenn wir jetzt hier auch direkt einfach noch rangekommen wären. Okay, euch geht's wohl schon gut. Ist da sonst irgendwas gewesen? Nicht. Naja gut. Dann gehe ich mal weiter. So, wo geht's denn jetzt hin? Bist du? Warte mal, hier kann ich bestimmt was machen. Oh Gott. Das ist Strom weg, ne? Und jetzt heißt es wieder Floß bauen. Knopf, ich hab ihn gedrückt. Und jetzt? Das
Das ist jetzt irgendwie. Achso. Boah, jetzt kann ich jemand Sand einreißen hier. Batman, was willst du mir jetzt damit sagen? Dass du zu schwach bist, das Ding da kippt? Also liegt es nicht daran. Strukturell schwache Wände und Böden lassen sich mit einem Kondensator. Das ist jetzt so ein bisschen verwirrend. Soll ich noch irgendwas anderes machen können hier? Maschinenraum kann ich nicht. Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen tricky hier. Kann ich nochmal drauf schmeißen? Mich ist bescheuert. Geh ich nochmal rein. So. Und du? Halt mal. Das muss irgendwas zu bedeuten haben. Also ich nehme schon mal den hier wieder. Das ist noch nicht genau, wo ich damit hin soll. So, was soll ich jetzt machen? Ach, guck an. So läuft der Hase. Sag das so gleich, Mensch. So, das heißt für mich jetzt, ich kann hier Floß bauen. So, und kann. Ach so, und jetzt bin ich nah genug dran, um. Kleberkram anzubringen. Um dann die Wand einzureißen. So, haben wir die Wand eingerissen und weiter geht's. Ich glaube, ich führe gerade so ein bisschen zum Überdruck von dem ganzen Kram bei und hoffe, dass ich jetzt nicht gleich an irgendeiner Explosion schuld bin. Das war mal haarscharf. Alter. Das war knapp. Speichern. Dann geht's gleich weiter. Los. Hey, wir sind gleich da. Hi, na? Ihr seid bestimmt bloß ein paar Rang-2-Typen hier, wa? Muss ich leider enttäuschen, heute geht's nicht nach Hause. Ja, okay, ich hab's gehört. Risiko gehen wir trotzdem nicht ein. Wege. Sie ist einfach zu
gefährlich. Ich glaube, ich gehe oben rum. Ich glaube, ich werde dich erst leiden lassen. Manche Leute hier haben ein echtes Gewaltproblem. Seht euch all die Psychopathen an. Ganz begierig darauf, den Typ umzulegen, der sie hier reingebracht hat. Früher hat man einfach einen Fernseher gestohlen, ihn verhökert und hatte dann Feierabend. Das, okay, das funktioniert so nicht. An alle Gefangenen, ich biete euch einen Deal an. Bringt mir die Fledermaus und ich lasse euch frei. Wenn ihr ihn mir nicht bringt, sterbt ihr natürlich. Wann sollte meine Gewerkschaft für Typen wie uns gründen? Wie viele haben wir denn hier? Okay, ein paar sind's schon. Alter! Oh, wie ich's hasse. Wie ich's hasse. Er reagiert wieder nicht auf diese bescheuerten Druckdinger. Mit Steuerung hier wieder. Wegkommen. Ist das nervig. Alter. Mach ihn jetzt kaputt. Alter. Ja, genau. Es funktioniert nicht mit Steuerung. Warum nicht? Ich drücke es doch. Ist meine Steuerungstaste kaputt. Das hat aber seinen Sinn und Zweck, meine Freunde. Probier es noch einmal mit diesem Steuerungsaustreten. Geht doch. Alle so wegholen, wenn ihr das unbedingt wollt. Oh ne, jetzt nicht mehr. Wo hab ich den denn hin katapultiert? Das ist ein anderer? Wo hab ich den hingetreten? Einer. Oh, super Gleittritt. Super. Alter. Okay, jetzt gibt's ein bisschen Nahkampf-Fratzengeballer. Ich sehe zwar nicht mehr genau, was hier abgeht. So, und wieder weg. Komm. Biu, biu. Waren gerade schon genug Schüsse, die wir einstecken mussten hier. Sag unserem Freund wenig. Oder war das nicht? Wir müssen jetzt den Typen mal abhängen. Vielleicht können wir den neuen aufhängen hier. Beweg dich doch mal ein bisschen. Geht doch.
Scheiße! Ich sollte nach den Geiseln sehen. Okay. Alles in Ordnung. Was kümmert Sie? Sie wurden fast ermordet. Oh, gehört zum Berufsrisiko. Hören Sie, ich weiß, warum Sie hier sind. Er ist im Panoptikon. Und er wartet auf Sie. Na denn, mal ins Panoptikon. Da haben wir auch schon die nächste Prügelei. Guten Tag.